This one was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. I rolled off the cliff and into the ocean, and now I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. She got away, but I smelled. She was getting tired.
Ladies and gentlemen, the show will begin in 5 minutes. Die Show fängt an in 5 Minuten. Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Meine Damen und Herren, die Show beginnt in Kürze.
welcome to the stage, Jim Ryan. Jim Ryan zur Bühne willkommen. Guten Abend und willkommen zur Paris Games Week 2015. Es ist das erste Mal, dass wir die Ehre haben, in diese großartige Stadt zu kommen und unsere Pläne mit Ihnen zu teilen. Aber es möge vielleicht unser erstes Mal hier sein, aber Paris Games Week ist schon lange ein Eckstein eines ständig wachsenden europaweiten Gaming-Kalenders. Die Beständigkeit, die Reife und die wachsende Substanz sind jetzt ein Teil von auffallenden Merkmalen unserer großen Industrie in Europa. Etwas, das uns stark anspricht mit der Feier des 20. Jubiläums der Markteinführung der Original-PlayStation. Es ist eine fantastische Reise gewesen und ich möchte ein bescheidenes Dankeschön sagen an alle, die so viel Vertrauen in uns gesteckt haben. Aber heute Abend ist keine Zeit für Nostalgie. Heute geht es darum, in die Zukunft zu schauen und über Games zu sprechen. 2014 ist schon ein fantastisches Jahr für PlayStation 4 Spiele gewesen. Mit Bloodborne. The Order 1886. The Order 1886. Batman. Batman Arkham Knight. Tearaway Unfolded. Tearaway Unfolded. Destiny, The Taken King. Until Dawn. Until Dawn. Everybody's Gone to the Rapture. Everybody's Gone to the Rapture. Rocket League. Rocket League. Uncharted. Uncharted, the Nathan Drake Collection. And Assassin's Creed. Und Assassin's Creed Syndicate. Alle gehören der PS4 jetzt an. Und all diese Spiele sind entweder total exklusiv oder bieten Inhalte, die nur auf PS existieren und zeigen somit, dass PlayStation der beste Ort, diese Spiele zu spielen, ist. Zusätzlich zu dieser großen Reihe von Spielen haben wir hart daran gearbeitet, unser Portfolio der Netzwerkdienstleistungen zu erweitern. Wie Sie sehen, ist es sehr beeindruckend. Und seit letzten Mittwoch hat PlayStation 4 einen ganz neuen Preis in Europa von 349 Euro. Und wir bieten auch an das Ultimate Player Edition mit einem 1 Terabyte Festplatte und einem Game. Wir haben eine breite Reihe von Bündeln, die alle fantastischen Werte anbieten von 399 Euro. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch viel mehr. Im nächsten Monat werden wir das Release von zwei der größten Games sehen für diese Urlaubssaison. Beide haben Inhalte, die nur auf PS4 zur Verfügung stehen. Unsere Partnerschaft mit Activision und das phänomenale Call of Duty Series war eines unserer Schlüsselankündigungen in diesem Jahr bei E3. Wir waren sehr froh, dass PlayStation Gamer all diese Call of Duty Map Packs 30 Tage vor alle anderen Plattformen erhalten können. Angefangen mit Black Ops 3, das nächste Woche released wird, und die Sonderserie Call of Duty PS4. So, wir schauen uns jetzt an der neueste Trailer für die populäre Zombies Mode mit Giant Bonus Map. Auf Black Ops 3. Your words are empty. Your soul is hollow. How could you ever hope to put things right? What is left of you now? Nothing. What happens next is uncertain. A great evil approaches. I fear we are meddling with ever darker forces. Yeah, seems like old times, huh? You cannot begin to comprehend the great evil you could unleash. I fear the path ahead may be more treacherous than before. Yeah, we know. Do not fear death. Fear me! Don't do it! You can never wash away the blood on your hands, Richtofen. You are an evil that must be stopped. What I do only to secure a better tomorrow.
future hangs by a thread. There is a chain of events that must be set in motion. I walk a path no other can take. I alone can lead us to our salvation. Maybe there is a way to end all of this. To return to our homes, our old lives, our families. It is unavoidable. We will witness the destruction of the Alliance and the end of this insignificant rebellion. Soldiers of the Rebel Alliance, this is our most desperate hour. You are our only hope. Focus your attack on the walker. Rebellion. Don't get in my way. Shield up! That won't happen again. Come on! Move on, move on. Prevent the walkers from reaching the space. Your victory will be short-lived. My turn. All wings, blast them into submission. May the Force be with us. Your pathetic rebellion ends here. Das war der brandneue Trailer für Star Wars Battlefront von DICE und Electronic Arts. Das Jahr 2014 ist das Jahr von Star Wars und wir sind sehr erfreut, dass unsere Partnerschaft mit dieser erstaunlichen Marke uns die Möglichkeit gibt, ein exklusives Darth Vader PlayStation 4 einzuführen, wenn Star Wars Battlefront nächsten Monat eingeführt wird. Now it's time to look further ahead. So, jetzt sollen wir in die Zukunft schauen. Ich habe vorhin von unserem 20. Jubiläum gesprochen und eines der Franchises, das uns geholfen hat, uns zu etablieren in den 90er Jahren, wird warm willkommen geheißen zur PlayStation im Jahr 2016 als PS4-Konsole exklusiv. Fight! の名だ。失礼します。ダーン。
皆さんこんにちは、カプコンの小野です。今日はちょっと皆さんこの普通に始まる前に一つお願いがあるんですけども、このカンファレンスが始まる1時間半ぐらい前にちょっとリークがありまして、皆さんそのリークのことは全て忘れた状態でこのカンファレンスを聞いていただけると僕は嬉しいなと思ってます。Good evening, everyone. My name is Yoshinori. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Yoshinori Ono. Ich bin der Executive Producer für Street Fighter V. Ich bin froh, hier in Paris zu sein. Tut so, als wenn Sie nichts von diesem Spiel gehört haben, und Riesenapplaus geben für die Neuigkeiten, die wir Ihnen bringen werden. Okay, let's start. Okay, wir fangen nochmal an. Promotion Video に出てた通り、ダルス。ダルシムはダルシムとは全く新しい技であったりとか動きであったり、今回のパリゲームウィークスでですね、この新しいダルシムを体感してみていただければなと思ってます。 So I'm very proud to bring you the new. Ich bin sehr stolz, hier die Nachrichten zu bringen. Wir haben einen neuen Zusatz zu den World Warriors in unserer Liste. Das ist der weltbeliebte Yoga Master Dalsim. Er ist wieder im Street Fighter Universum mit einem ganz neuen New Look.Und einen neuen Satz Bewegungen und Techniken in seinem Arsenal. Schauen Sie sich ihn mal an, wenn Sie die Möglichkeit haben, wenn Sie hier in Paris sind. ただ今回こういったダルシムだけの発表だと皆さん面白くないので、少し将来のことのお話をしたいと思います。我々ストリートファイター5、無論これからどんどんバージョンアップしていくんですけども、発売してから1年間の間に我々は6体のキャラクターを発表していきたいと思ってます。で今回はですね、新しいそのキャラクターのスライドを持ってきました。そしてそのキャラクターたちはですね、ゲーム内のマネーであるとか、もしくは我々が提供するコンテンツのサポートによって無料で皆さんこの6体のキャラクターを触ることができます。今回はこのスライドの中にどのキャラクターが出るのかっていうヒントが隠されているので、ぜひ皆さんの中で考えていただければなと思います。So we've been announcing a new character andWir haben schon vor kurzem angekündigt und wir haben ein paar weltexklusive Nachrichten. Es werden 6 neue Charaktere, die hinzugefügt werden nach der Lancierung. Alle 6 Charaktere werden eingeführt und werden freischaltbar sein und gratis mit Spielgeld in dem Fight Money.そして今日ここパリゲームウィークスのこのソニーカンファレンスで皆さんに一番重要なことをお知らせしたいと思っています。 I've got one more big announcement. We have noch eine große Ankündigung während der Paris Games Week. 2016年2月16日に欧米でリリースすることが決定いたしました。 It makes me very happy to announce. Ich bin sehr froh, hier anzukündigen, dass Street Fighter 5 auf PlayStation 4 in Europa und in Amerika ab Dienstag, den 16. Februar 2016zur Verfügung gestellt werden für PS4. 皆さん、ここから話すことが新しい話です。多分まだこれはリークされてない話です。I've got one last. Ich habe noch eine letzte Überraschung für Sie und ich bin ziemlich froh, dass keiner davon gehört hat bis jetzt. 16体のキャラクターをアナウンスしてたと思うんですけども、今日皆さんにですね、その16体目。Wir haben schon angegeben, 15 der 16 Launch-Characters in Street Fighter 5 wollen wirklich was ganz Neues. Soll ich Ihnen jetzt sagen, wer der letzte Charakter sein wird? Hey, bonjour, bonjour. Hallo, bonjour, thank you, thank you, thank you. Thank you for introducing me as a character in Street Fighter 5. Thank you so much, Ono-san. Thanks so much. なんで君ここに来てんのよ。 Mr. Harada, what are you doing interrupting me in a very way? Mr. Harada, was machen Sie jetzt hier, dass Sie so schön das gesagt haben? キャラクターに出してもらえるということで、あの写真はカプコンのスタッフにちゃんと撮ってもらいました。ありがとうございます。I was told that I'll be appearing in your game. Es ist gesagt worden, dass ich hier erscheinen würde und somit wurde das für uns so fantastisch vorbereitet. 今日ね、あの悪いメディアがすごいことをリークしてましたけども。Why doing this pose? It's not very Street Fighter-like. Das sieht aber nicht sehr Street Fighter aus, was Sie hier machen, wie Sie sich hier anstellen.
Yeah, it was very cool that. Das war sehr cool. Viele Informationen ist schon geleakt worden, aber das ist etwas ganz Neues, dass ich hier bin. Sprich, als neuer Charakter noch einmal das nächste Mal der 16. Charakter angekündigt wird, dann bitte überrascht sich zeigen. Hi, プレスの皆さん, Street Fighter 5 の原田が登場とヘッドラインに書いてください。So, to the press, please remember. Zur Presse, bitte vergessen Sie nicht darüber zu schreiben, Harada wird in Street Fighter 5 erscheinen. So, hello everyone. Hallo an alle. Ich bin Katsuhiro Harada von Benrun Entertainment und auch das Tekken Projekt. Ich bin sehr froh hier zu sein mit Ihnen heute. 20周年, そして鉄拳シリーズも、今年で20周年です。思えば鉄拳シリーズは常にプレイステーションとともにありました。Not only is it the 20th anniversary. Nicht nur ist es das 20. Jubiläum von PlayStation, aber auch Tekken. Wir haben eine lange und erfolgreiche Partnerschaft mit diesem Brandnamen gehabt. ついにこのプレイステーション4にやってきます。And today I'd like to announce that Tekken. Und heute möchte ich ankündigen, dass Tekken 7 zu PlayStation 4 kommen wird. Vielen Dank. このシリーズ最新作、正統続編である鉄拳7は。ファンの皆さんが待望している、ストーリー展開の方も、大きく動きます、今日はそのティーザー映像を持ってきました Tekken 7 ist die siebte in der langen Serie und führt zur dramatischen Einführung そしてですね、発売する頃には、今よりもさらに進化したもう映像的にも内容的にも進化した鉄拳7を皆さんにお見せすることができると思いますAnd when the game makes the leap from arcade, und wenn das Spiel von Arcade, von Spielhallen in Konsole steigt, ist es eine große Neuigkeit. Wir haben auch besonderen Inhalt in den Werken, das PlayStation-Fans besonders freuen wird. So, schauen wir uns die neueste Trailer an.的な力を力こそ全てだ。わしが全てを語ろう。私は平八さんを愛しています。そして平八さんも。 There
was a time when the universe was full of stars. Then some jerk started dragging them into the void. Everyone wanted a piece of what was left. No surprise then that our first battle weren't with the Varelsi, but with each other. Crazy to think what we could do if we worked together. Das war Battleborn, die nächste große Ego-Shooter von der Mannschaft, die ihnen Borderlands gebracht haben wird. Ich freue mich, hier anzukündigen, dass PS4-Player die Ersten sein werden, die hoch erwartete Open Beta auf Konsole, wenn es dann im nächsten Jahr ankommt. Die nächsten drei Spiele sind alle PS4-Konsole-Exklusive, die released werden in 2016. I grew up with PlayStation. Now I'm part of a team creating Vector, a new type of music rhythm game that adds an extra dimension to my music, extending the experience. The game allows you to be creative, designing your own levels, as well as playing against other players, capturing the feeling of being at a live concert with over 10,000 fans. Thank you.
told me when I was just a child, these are the nights that never die, 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 die. I've seen things, a few things before. Left the sun and moon behind. Galaxies waiting to be found. Planets rich in resources. Battles to be fought. Treasures unknown. The universe. Please welcome to the stage, Michael Denny. Michael Denny. Thank you. Dankeschön. Guten Abend, Paris. Es ist ja fantastisch, hier zu sein, damit ich Ihnen mehr sagen kann über die tollen Spiele von WWS, ausschließlich für PlayStation. Bei WWS haben wir die Ehre, mit einigen der begabtesten Entwickler von der ganzen Welt arbeiten zu dürfen. Das sind die Leute, die das Herzblut der Industrie schaffen. Und die sind ein massiver Teil des Erfolgs der letzten 20 Jahre gewesen. Wir sind nicht nur die Einzigen, die hier den 20. Jahrestag feiern, so auch die großen Freunde von Hausmark. Und damit wir mitfahren können, da wollten wir nicht nur eine neue Demo zeigen, der Alienation, was man auch erwartet hat, aber dann hier auch etwas namens Matterfall. Damit haben wir eine Verbindung des Könnens für Spielhallen, jetzt mit ganz atemberaubenden visuellen Auswirkungen. Space, a wondrous realm full of adventure and peril and bigness. Crisis in Solana.
According to the latest from the Galactic Rangers, famed lunatic Dr. Nefarious has been revealed as the architect behind the assault. The Rangers need you more than ever. Guten Abend. Ich heiße Hermann Hulst, ich komme von der Firma Guerilla Games und ich möchte Sie hier bei Horizon Zero Dawn willkommen heißen. Das spielt sich auf Erden ab, nach mehr als 1000 Jahren in Zukunft. Das ist eine Welt, die beherrscht wird von ganz tollen Maschinen. Und Aloy, die Heldin, muss alle möglichen Strategien verwenden, um diese fürchterlichen Feinde zu zerstören. Elo ist hier auf der Suche und die Suche geht darum, dass sie eine ganz spezifische Ressource bekommt von den Kanistern auf dem Rücken der Maschinen, die wir hier vor uns haben. Die nennen sich Weidetiere oder Grazers. Diese Grazers gehören einer ganzen Maschinenökologie an, wo jede Maschine eine einzigartige Zielsetzungen der Welt hat und einzigartige Ressourcen. Und Aloy, als Meisterin der Hand des Handwerks, verwendet diese für die Schaffung von neuen Waffen, neuen Munition und neuen Kleidern. Combat is all about knowing your enemies and your environments. Es heißt im Kampf, man muss die Feinde kennen und auch das Umfeld. Aloy wird hier eine Munitionsart verwenden, genannt explosiver Stolperdraht, damit sie Fallen stellen kann und sie auch damit die Herde hier in diese Ecke treiben zu können. Ein paar der Alpha-Grazer sind hier geblieben, um die Herde zu schützen und diese Herde so bei der Flucht zu helfen. Horizon Zero Dawn ist ein Aktions-RPG und hier sieht man, dass das Plündern der Maschinen für die Teile und das Schaffen auch sehr wichtige Aspekte in diesem Spiel sind. Will ich sehen, hat. Crash? Oh no. Nein, wir haben gerade Death Mode aufgemacht, um Ihnen Thunderjaw zu zeigen. Thunderjaw, 24 Meter lang, 10 Meter hoch. Und Sie sehen, wie groß der Größenunterschied ist zwischen diesem Tier und Aloy. Thunderjaw hat einen sehr strategischen Kampf eingeleitet. Der ist zugedeckt von 93 Panzerplatten. Diese decken die Weichteile ab. Unterhalb, wenn man darauf den Wert legt, da hat man einen riesigen Vorteil.
Und dann hat man hier auch den Scheibenwerfer. Wenn man sich darauf konzentriert, kann man die Flugkörper außer Acht setzen und damit kann das Tier nicht mehr die Langstreckenflugkörper abwerfen und Aloy kann dann mehr Schaden hier dem Tier zufügen. Also warten wir mal wieder, bis wir im Spiel sind beim Kampf. Danke schön, dass Sie mich eingeladen haben auf Paris Games Week. Wir freuen uns darauf, dass Horizon Zero Dawn im Jahr 2016 hier vorgestellt werden kann.
Okay, so drive. Ja, also Drive Club Bikes, damit hat man eine ganz neue Möglichkeit, mit dem Club zu rennen. Damit hat man die besten Superbikes auf der Welt. Und damit bringt man sie in die Welt des Drive Clubs. Es gibt eine neue Kampagne, es gibt Multiplayer-Events, Herausforderungen und alles zugeschnitten auf die einzigartigen Nervenkitzel hier bei verrückten Geschwindigkeiten zu fahren, auf zwei Rädern. Und am schönsten ist, man muss nicht warten. Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie das downloaden können beim PlayStation Store sofort nach dieser Aufführung heute Abend. Okay. Ja, und dann ist es für mich auch eine Ehre, einen Menschen vorzustellen, der für seine einzigartige Interpretation bei verschiedenen Spielen bekannt ist. Von Japan Studio. Hier mehr über Gravity Rush 2, Keiichi Rotoyama. Hallo everyone. Hallo allerseits. Ich heiße Keiichi Yotayama, Direktor von Gravity Rush 2. Gravity Rush 2 hat viel Spaß mit neuen Merkmalen, damit Sie das so erleben können. Heute möchte ich auch ein aktuelles Spiel verwenden, mit Filmmaterial zu zeigen, wie das ganz neue Kampfsystem aussieht. Bei Gravity Rush 2 können Sie schalten zwischen drei verschiedenen Gravity Styles, einschließlich des normalen Stils, was Sie bereits im ersten Spiel hatten. Dazu kriegen Sie Lunar Style, damit wird das Gewicht leichter und daher schneller. Und dazu auch Jupiter Style, damit haben Sie mehr Gewicht und einen leistungsstarkeren Angriff, was eben sehr viel dem Kampf beiträgt. Es macht so viel Spaß hier, das Umland zu sehen, was kaputt gemacht wird, während Sie mit den Feinden kämpfen. Dankeschön. Hoffentlich genießen Sie jetzt, was Sie zu sehen bekommen. Welcome to the stage, Christoph Balestra. Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Guten Abend allerseits. All right, in English now, sorry. Das ist immer schön, wieder in Frankreich zu sein. Da kann ich meine Familie, meine Freunde und natürlich die Fans besuchen. Unser Hauptziel mit Uncharted 4 war, ein noch unbekanntes Spiel zu schaffen. Sowas, was wir immer spielen wollten, und das hatten wir als Erweiterung des Multiplayers ausgedacht. Das hieß, alles auszunutzen, was wir gelernt hatten von den früheren Uncharted Games.
von dem Last of Us und von einer leistungsstärkeren PlayStation. Kameradschaft, Abenteuer, sowas hat dann neue Merkmale bekommen. Aber dazu kommen die Sidekicks, die Kumpel mit zusätzlicher Hilfe, die Mysticals. Damit kann das Spiel noch auf den Kopf gestellt werden mit früheren übernatürlichen Elementen und Rope-Mechanik für ein flüssiges, traversales System und vertikale Umgebung. Das bringt man auf ein neues Niveau. Das kann man bis März des kommenden Jahres spielen. Und wenn Sie zu ungeduldig sind, können Sie ein Multiplayer ausprobieren. Das werden Sie vom 4. bis zum 10. Dezember des Jahres in dieser Möglichkeit ausprobieren. Und wenn Sie wirklich ungeduldig sind, müssen Sie dann auf 40 Buden sich aussuchen, hier bei der Paris Games Week, wo Sie wirklich spielen können. Also bis wir Sie online begrüßen dürfen, hier so eine kleine Vorschau, was man bei Uncharted 4 Multiplayer erwarten kann. Go ahead, make some friends. Explosive, go, go, go! Victor Sullivan, reporting for duty. We got ourselves a match on our hands. Too much for ya. Yeah, you're to be denied. Damn it, old Tony. Hit, catch. Hey, thanks, let's keep things in the gear. Going down! Ah! Let's go find some trouble, shall we? What goes up must go down. Calling in some assistance. I got your back. Ah! Pick me up! Come on, let's get you back up. Assistance required. Would anyone like to play? Shit! They got me! Oh, shit! You look better on the ground. See ya! It's all coming back to me now. Run! Oh, no! Thank you, Christoph. Danke, Christoph. Ausmaß und Qualität des Spiels sind nicht zu fassen. Uncharted 4, keineswegs, kein Zweifel, das haben wir als neuen Benchmark für AAA-Action. Also, meine Damen und Herren, nochmal bedanken bei Christoph und seinem Team. Bei Worldwide Studios wollen wir PlayStation-Fans das größte Angebot bieten der innovativen Erfahrungen, die es möglich gibt. Noch ein Studio, was unsere Leidenschaft für Innovation verkörpert, ist diese ganz toll erfinderische Gruppe bei Media Molecule. Die lieben das, dass die Gepflogenheiten auf den Kopf stellen. Und damit können sie auch Erfahrungen liefern, die wirklich einzigartig sind. Das letzte Spiel, Dreams, wird eigentlich das neu definieren, was Spielen sein kann. Und deswegen begrüßen wir auf diese Bühne Alex Evans und Mark Healy von Media Molecule. Hallo allerseits. Heute werden Mark und ich Ihnen so ein Beispiel zeigen von dem, was es ist, eigentlich die Träume mit PlayStation 4 live zu erforschen. Zum ersten Mal außerhalb des kleinen Studios. Wir haben mit Dreams ein Spiel entwickelt für die Freisetzung ihrer schöpferischen Begabung, damit sie die PS4 in eine schöpferische Konsole umwandeln können. Das Spiel ist immer noch im Alpha-Status, aber wir dachten, so können sie das auf den neuesten Stand bringen, indem sie das Spiel
spielen. Bonjour Paris. Also hier hat jeder sein Wichtel. Jeder Spieler schafft einen eigenen maßgeschneiderten Wichtel. Dieses Ding geht überall mit in den Träumen herum. Und das sind Dinge, die sehr geschickt sind. Die richten sich nach ihren Bewegungen, genau mit dem Controller. Mark kann den Ausdruck ändern, zeichnet auch einen neuen Mund und hat mit seinem Touchpad hier die Möglichkeit, das einzugeben. Man kann hier schieben und ziehen und ausstupsen in der Welt. Das ist sehr direkt, taktil und intuitiv. Ja, hier das beiseite schieben. Und hier bringen wir das hier an. Der Ball, ja, der hupft, der federt. Ja, und dann weg damit. Das sieht eigentlich schwergewichtig aus. Ach ja. Können wir das so ein bisschen hin und her schieben? Schauen wir durch diese Tür. Viele haben uns gefragt, wie ist es hier mit Träumen oder Dreams zu spielen? Und heute möchten wir das zeigen, betonen dabei zwei Dinge. Erstens die Charaktere. Hallo. Katzending? Wie ist es, wenn ich dich besesse? Also es kann Charaktere geben, es kann so sein, dass man die Fahrzeuge über dich gehen lassen. Das können auch leblose Dinge sein. Und das ist vielleicht wie eine Marionette. Sie sehen, dann spielt man hier Versteckspiel. Das ist so direkt zu bewegen. Danke. Und zum Zweiten wollten wir etwas sagen, wie wir die Schöpfung mit Gameplay zusammenmischen. Also der Besitzer von diesem Traum wollte die ganzen Regeln für das Spielen festlegen, damit jeder anders spielen kann. Also vom traditionellen Plattforming hin zum Sandkasten, zum Rennen, zum Puzzle und natürlich auch einige Dinge selber schaffen. Zum Beispiel hier vielleicht ein bisschen Wald machen. Hier ist alles ganz offen. Mark kann alles Mögliche anstellen, was er nur will. Und hier zeigen wir, wie leicht das ist, vorbestehende Dinge auch einzusetzen. Aber bei Dreams kann man etwas neu schaffen, etwas neu mischen. Aber das erläutern wir nicht mehr heute. Ja, und hier geht's durch. Das sieht ganz aufregend aus. Was haben wir? Ja, so ein Häuschen oder Holzschuppen. Na, gehen wir da rein. Ja, da gibt's eine Tür. Gehen wir da rein. Ja. Alex, soll man reingehen? Alex, ja? Ja, ich habe so ein bisschen Angst. Ja, hier geht's weiter. Ja, Dreams mit dieser Tür. Die Türen hier sind besondere Dinge. Da kann man jedes Mal durch eine andere Tür gehen, um etwas anderes zu erleben. Und hier führt es uns in eine Geschichte. Ja, hier gehen wir der Forschung nach. Was interessiert uns hier? Und hier? Nein. Ja, hier drüben. Es muss doch etwas geben. Bei Dreams kann fast alles gemacht werden. Also ob Mann noch Deckel oder was oder eine Erklärung im Wald, das kann alles zu einem anderen Dream führen. Es kann ja ein Hexenwerk sein. Das oben sieht etwas verdächtig aus. Ich glaube, wir müssen eigentlich ein bisschen nach oben. Und in diesem Dream ist das eigentlich ganz freigelassen. Mark hatte ja keine Treppen, um dort hochzukommen. Also müssen wir uns rumsehen, um etwas versteckt zu finden. Ja, hier könnte man der Sache nachgehen. Ja, und dann ein bisschen nach oben schauen. Was sieht man hier? Ja, und hier sieht es aus. Ja. Ja, also hier mit der Demo weiter. Na. Ja, das könnten wir. Ja, da ziehen wir dran. Hier natürlich. Und das Rad drehen lassen. Ja. Und hier gehen wir ins Licht hinein. Hoppla. Spuckt ein bisschen. Was ist das? Ach Mensch, wie groß das Ding ist. Mal sehen, ob wir dessen Aufmerksamkeit auf uns richten kann. Hallo. Nein, das geht nicht. Versuchen wir das anders. Aha.
Jetzt etwas anders. Oh ja. Ich bin Mighty Mouse. Die Charaktere, damit kommt man am besten durch die Dreams. Und es gibt aber Tausende für das Spiel. Man kann sie sehr leicht zurechtschneiden und schaffen. Und es wird so viel Vielfalt geben wie sonst nie. Sie können von Panda-Tier bis hin zu diesem riesigen alten Maus. In Dreams ist alles möglich. Hier ein bisschen rumschnuppern. Hier gibt es keine Fallen. Und hier das Buch aufmachen. Oh, da gibt es irgendeine Offenbarung für mich. Aha, probiere ich das mal. Ach ja, so eine Art Lanterne. Ja, ich glaube, das liegt auf der Hand, wofür wir das verwenden sollen. Da kommen wir wieder damit zurück, wo wir hergekommen sind. Wir lassen ihn dort und kommen wieder ins kleine Wichtelmännchen. Und hier rüber flitzen. Ade, winke, winke machen. Und dann hier durch. Und wenn ich mich recht erinnere, um diese Ecke herum. Ja, Plattform. Und hier vielleicht ein Hinweis. Da haben wir Bestandsaufnahme sozusagen. Die Laternen, aha. Und damit heben wir ab. Also was man hier und heute machen kann, ist einen einfachen Traum in Erfüllung geben lassen, indem wir diese Charaktere uns zu eigen machen. Und nicht zu vergessen, alles, was Sie hier gesehen haben, wurde von Anfang an hergeschaffen. Das ist nicht vorher eingestellt worden. Die einzigen Begrenzungen sind die der Fantasie. Und da wissen Sie, das wurde früher getrennt gemacht. Hier bringt man sämtliche Möglichkeiten zusammen. Online wird es noch besser sein. Und hier im letzten Teil der Demo habe ich das mit John und Mark zusammen gemacht. Die sind ganz weg von den Regeln gegangen und haben nur so ein bisschen rumgeblödelt, ein bisschen Spaß gehabt. Und ich glaube, das ist eigentlich das Beste an Dreams. Das ist eine freudvolle Erforschung. Wer weiß, was für Erfahrungen auf Sie lauern, wenn Sie alle damit spielen können. Wir können das nicht abwarten. Danke. Please welcome to the stage Shuhei Yoshida. Shuhei Yoshida. Hi everyone. Hallo allerseits. A new dimension of gaming. Eine neue Dimension von Gaming ist fast hier. Und PlayStation ist an der vorne, virtuelle Realität zu Gaming zu bringen. PlayStation VR führt sie von ihrem Wohnraum in faszinierende Welten, Welten, die sie sonst nicht die Möglichkeit hätten zu besuchen. Mit einem starken Sinn von Präsenz, das PlayStation VR schafft, glaubt ihr Körper, dass sie in einer anderen Welt sich befinden, obwohl ihr Gehirn genau weiß, dass sie mit VR-Headset sitzen. Und wenn Leute es ausprobieren, haben sie eine hervorragende Erfahrung. Diese Woche in Paris freuen wir uns sehr, 8 Games zu haben, die wir auf der Showfloor spielen können. Games wie The London Heist, Playroom VR, Rigs und Battlezone, um nur ein paar zu nennen.
Wir sind der Meinung, dass Virtual Reality nicht eine Solo-Erfahrung sein muss. Es gibt unglaubliches Potenzial für soziale und Wettbewerbung in der Interaktion in VR. Ein Beispiel dieser Vision ist RIGS, Mechanized Combat League, entwickelt von Guerrilla Games Cambridge. RIGS untersucht Multiplayer, E-Sports in PlayStation VR eingefügt. All hands on the trigger, all eyes on the gun. They don't believe that we're strong enough to hold on. 'Cause I'm the only one to get you, the only one to figure you out. You're a place that I can go to, a place that couldn't live without. And nobody sees what we do. Don't need any. Here in Dubai, Killswitch now making his move in overdrive. He leaps and he scores. The Cobras take a 2-1 lead and the crowd goes wild. Combat centered around the goal. Another takedown. The Cobras are dominating the game. On board with crowd control, she's dangerously out of position. Shot from behind. Ejected! She won't make that mistake again. Back with anger management in overdrive. Scoring opportunity. Where's the defense? Too easy. Game tied, 30 seconds on the clock. The Cobras are about to score. Can they do it? Crowd control trying to stop him. No good. Oh, she takes him out anyway. The Dynamos are running out of time and could really use a score here. Oh, and there's Rage Quit with the momentum change that they needed. Amazing aerial takedown. She's heading for the goal. Only seconds left on the clock. This is for the win. Goal! Dankeschön. Heute ist es mir eine Freude, einen neuen Titel in der Entwicklung für PlayStation VR anzukündigen: Until Dawn, Rush of Blood. Thank you. Vielen Dank. Mit Until Dawn, Rush of Blood bringen supermassive Games eine weitere einzigartige Horrorerfahrung, die von Kern auf neu aufgebaut wird für PlayStation VR. Eine echte Achterbahnerfahrung, wo die Aufregung der Fahrt nicht nur von dem, was voraussteht, aber von einer furchterregenden Welt, die da ist, um sie zu fassen. Zusätzlich zu unserer First Party Studios sind unsere Partner auch enorm enthusiastisch über PlayStation VR. Und heute ist es mir eine Freude, zur Bühne willkommen zu heißen von Crytek, Cevat Yerli. Hi everybody. I'm delighted. Hallo allerseits, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Als die meisten von uns angefangen haben, Games zu spielen, zu zocken, der Gedanke, VR in unserem eigenen Heim zu fahren, war ein Traum. Heute ist es eine Realität, die um die Ecke ist. Das erste Mal, dass ich PlayStation VR
ausprobiert habe, war es ein Wahnsinn. Nicht nur, weil ich mir vorgestellt habe, was wir alles hier schaffen könnten in der Zukunft, aber auch, weil es mich an die Vergangenheit erinnert hat. Es war wie das Zaubergefühl, als wenn man zum Kino geht zum allerersten Mal. Oder wie es vielleicht war damals, wie man von Schwarz-Weiß auf Farbe umgestiegen ist. Für mich, das ist es, was wir so aufregend macht. Es hat die Macht, uns alle zu erstaunen. Als Entwickler erlaubt uns VR, vollkommen neue Wege, Geschichten zu erzählen, zu untersuchen. Und für Players gibt es denen die Möglichkeit, in Welten einzusteigen, die wirklich keine Grenzen haben. Games, die von ganz unten aufgebaut werden für VR, werden unsere Imagination auffangen wie nie zuvor. Und je stärker die Technologie dahinter steht, desto erfassender sie sein werden. Heute bin ich sehr aufgeregt, anzukündigen, dass die Power von CryEngine, PS4 und die innovative PlayStation VR werden zusammenkommen in einer brandneuen Virtual Reality Game. Wir glauben, dass es den Zauber von VR nach Hause bringen wird in spektakulärer Art und Weise. Und wir freuen uns sehr, Ihnen die welterste Ansicht zu geben heute von Crytek zum ersten Mal auf PlayStation VR. Das ist Robinson The Journey. Vielen Dank. Robin, your friend has led us into a bit of a situation. Are you ready to play a little game? Okay. The name of the game is Let's Not Get Squashed. Two simple rules, follow me closely and do as I say. Got it? Game begins. Stop. Bare left. Through we go. That was close. Stop. For a different game. Achieved with CryEngine. Battlezone von Rebellion wird in PlayStation VR ankommen. PlayStation VR transportiert Sie in exotische Welten voller 360 Grad Immersion. Hinaufschauen, nach unten schauen und rundherum schauen, um jedes Detail der Welten einzufangen, das Sie besuchen wollen. Und es ist nicht nur für die Games, aber für eine weite Reihe von vollkommen neuen Erfahrungen. Schauen Sie sich die Demonstration an unserer Schwestergesellschaft Sony Pictures Entertainment. And people ask me, why do you risk death?
for me. This is life. Heute arbeiten über 200 Entwickler in PlayStation VR. Hier haben sie einen Geschmack der fantastischen Inhalte. Meine Damen und Herren, Shu Yoshida. Vielen Dank, Shu. Bei PlayStation geht es immer um Games. Und es ist großartig, Shu hier zu haben, der einer der größten Fürsprecher ist für Virtual Reality, um Ihnen einen Geschmack zu geben, einige der Games, die an PlayStation VR kommen. Es war auch fantastisch, Harada-san vorhin hier auf der Bühne zu haben, der einer der größten Virtual Reality-Entwickler ist. Es gibt mir eine große Ehre, hier anzukündigen, dass Tekken 7 bald zu PlayStation VR kommt. Und jetzt zurück zu PS4. Wir haben mehr Titel hier anzukündigen. Zuerst der globale Führer in seinem Feld und eines von Sony Computer Entertainments beliebtesten Serien macht sein Debüt auf PS4. What are we excited about? We'll be right back.
So we have a really special guest here with us. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute hier mit uns, meine Damen und Herren, der Erfinder der Gran Turismo Serie, Mr. Kazunori Yamauchi. Vielen Dank, Jim-san, und guten Abend. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns hier zu sein. Also, Kazunori, wieso Gran Turismo Sport? Ja. Naja, wie man erwarten würde mit dem Schritt an PlayStation 4, die Grafiken, die Physics Engine und Audio, die werden sich alle dramatisch verbessern. Und es ist sicher, dass es die realistischste Fahrsimulator aller Gran Turismo Serien bis heute sein wird. Aber unsere Ambition für das erste GTA auf PS4 ist viel größer als das. Wir wollten eine viel größere Änderung einführen, wie die Leute Fahrgames spielen. Das ist die Vision. Und wie sehen Sie, dass GT Sport das erreichen soll? Innerhalb von Gran Turismo Sport werden es zwei Flagship FIA Championship geben, die gleichzeitig im Wert des Jahres laufen werden. Eines davon ist der Nations Cup, in welchem der Spieler fahren wird, also rennen wird und sein eigenes Land vertreten wird. Und das andere ist der Hersteller Fan Cup, in welchem der Spieler sein Lieblingsauto vertreten wird in der Rennserie. FIAが年に一度クリスマスに開催するセレモニーにおいて他の本物のモータースポーツのウィナーと同様につまりルイス・ハミルトンと同じ場所で表彰されるんですね。これはビデオゲーム業界にとって大きな出来事だろうと思います。 Aber was für mich am aufregendsten ist, dass die Series Champions deren Preise erhalten werden, gleichzeitig und am selben Ort, wie Leute wie zum Beispiel Lewis Hamilton Champions erreichen werden, an der FIA Preiszeremonie geben, das einmal im Jahr stattfindet. Und das wird wirklich ganz wichtig sein in der Videospiel-Game-Geschichte. Erzählen Sie uns ein bisschen etwas über die FIA-Partnerschaft. これまで 100年以上のモータースポーツを支えてきた皆さんです。同時に僕らと同じぐらい新しいテクノロジーであったり、新しいチャレンジに好奇心のある皆さんなんですね。 Ja, die Leute von FIA, die haben nicht nur eine Geschichte von über 100 Jahren in Echt-Motorsport, die haben auch eine Neugier für neue Technologien und neue Herausforderungen, genauso wie wir es haben. これまで100年間モータースポーツを支えてきてくださった皆さんと僕らが一緒になってこれから100年のモータースポーツをデザインするそういうことです。 Und ich glaube, man könnte sagen, in dieser Partnerschaft mit dem FIA, die über 100 Jahre Erfahrung in Motorsport haben, dass wir jetzt zusammenarbeiten für die nächsten 100 Jahre Motorsport zusammen. Es gibt eine besondere Bedeutung, dass diese Gran Turismo Sports Ankündigung hier in Paris zu machen. Und es ist, weil das ein besonderer Ort ist, wo der erste Motorrennfahrt in der Welt stattgefunden hat. Porto Maio という場所がありますが、1894年にそこをスタート地点にして世界で最初のモータースポーツが行われました。
このパリは特別な場所なんです。FIA もこのパリに本部があります。So back in 1894, im Jahre 1894 in Port Mayor, das nicht weit von hier ist heute, das war eigentlich der Anfangspunkt für die erste Motorrennfahrt in der Welt und gleichzeitig ist es auch das Hauptquartier für in Paris für das FIA. Also meine wichtigste Frage wahrscheinlich, wann können wir uns darauf freuen, Motorsport zu spielen? グランツーリスモを支えてくださっているコミュニティの皆さんと一緒にベータテストを始めようと思います。So we will be starting. Wir fangen an mit dem Beta-Testing zusammen mit allen Leuten in der Game-Community Anfang nächsten Jahres. Everyone looking forward to that. Ja, wir freuen uns alle darauf. Ja, und jetzt geht es um die Zukunft von GT.VR にも当然このグランツーリスモスポーツ対応します。今実験をしていますが、とても自然で素晴らしい体験になる、そういう確信があります。Okay. Yes. Jawohl. Wir planen natürlich, dass wir kompatibel sein sollen mit PlayStation VR. Und durch die verschiedenen Prüfungen, die wir durchgeführt haben, sieht es so aus, als ob diese Erfahrung sehr gut sein wird. Also es hat wirklich ein echtes natürliches Gefühl.で最後に付け加えたいのは、これまでグランツーリスモは GT アカデミーであったり、あるいはビジョン GT であったり、産業の歴史を変えるようなさまざまな新しい試みをしてきましたが、この GT スポーツもまた、その、活動の一環であるということです。これからもグランツーリスモは新しい歴史を作っていきたい、そう思っています。Ich wollte nur hinzufügen, Gran Turismo hat die Geschichte schon gemacht mit Dingen so wie GT Akademie und diese Vision GT Projekte. Und unsere Absicht besteht darin, so weiterzumachen, damit wir immer noch in Zukunft Geschichte machen. Meine Damen und Herren, nochmal Beifall bitte für den Schaffer von Gran Turismo, Herr Kazunori Yamauchi.Next up, please welcome. Und jetzt bitte begrüßen wir Michel Ancel. Bonsoir. Bonsoir. Je me suis demandé, c'est ce que vous faites dans la salle? Und die Frage jetzt auf Französisch, gibt es viele Franzosen im Saal? Aber schade, ich muss jetzt Englisch reden, sagt der Sprecher. Last year at Gamescom. Letztes Jahr, anlässlich Gamescom, hatten wir Wild vorgestellt, unser erstes Spiel als neues Studio. Das wurde exklusiv für PlayStation 4 entwickelt. Wir sind ein kleines Team. Das Spiel steckt noch in den Kinderschuhen. Aber wir wollten wirklich mehr Details mit Ihnen teilen über das, was Sie von Wild erwarten können. Save her, Shaman. In order to save this clan member, dieses Mitglied der Sippe zu retten, sie ist ja von einer Schlange gebissen worden, so will die eine Möglichkeit sein, dass man die Gottheit der Schlangen anbetet. Das sieht man am geweihten Ort in der Ferne. Er spielt, als wenn Sie als Schamane spielen, lernen Sie verschiedene Möglichkeiten, die Natur zu bitten. Wie in diesem Falle, wie man den Adler auffordert, mitzumachen. Aber die wichtigsten Schamanen können noch weitergehen. Sie können sogar im Trancenzustand Kontrolle nehmen über alle Tiere. Jedes Tier auf der ganzen Welt in Wild hat besondere Fähigkeiten. Damit können Sie in diesem harschen Umfeld überleben. Der Adler hat eine sehr gute Sichtmöglichkeit. Damit sieht man die ganz kleinen Tiere, wie die Schlangen da drüben.
so versucht man, die Schlange zu fangen. In jeder Umgebung gibt es besondere Ressourcen und Thiele, die auch weiterentwickelt werden, je nachdem wie das Wetter ist, die Tageszeit oder die Jahreszeit. Und hier sehen Sie, mein Adler trägt die Schlange für mich. Wenn ich eine gute Beziehung habe zu den wilden Tieren, können die mir folgen in meiner Reise. Und somit bilden wir ein leistungsstarkes Team. Aber jetzt geht es um ein ganz anderes Tier. Der Bär ist ein mächtiger Verbündeter. Er hilft mir während dieser Kämpfe. Er ist auch sehr schnell und freundlich und das hilft in dieser großen Welt von Wild. Jetzt haben wir endlich den geweihten Ort erreicht, wo ich dann die Gottheit der Schlangen heraufbeschwören kann, um das Mitglied meiner Sippe retten zu können. Aber dafür gibt es hier herum diese Altare herum, dann diese gefährlichen Menschenfresser in ihrem Lager. Hier wäre ein Frontalangriff eine schlechte Idee. Aber hier kann ich was einsetzen? Ein Kaninchen. Das Kaninchen ist sehr gut. So schleicht es sich in dieses Lager der Menschenfresser und wird nicht auffallen. Und noch einmal. So kann ich hier dieses wilde Leben um mich herum einsetzen, um eine Lösung zu haben. Und jetzt hole ich mir die Raben. Und jetzt möchte ich die verrückten Menschenfresser ablenken. Und so habe ich die Möglichkeit, meinen eigenen Frontalangriff zu planen. Mal sehen, ob es klappt. Hier mit dem Schwarmverhalten geht es los. Jetzt weiß ich, das ist nun sicher. Jetzt komme ich zum Schluss zu diesem geweihten Kultraum. Es gibt viele Orte dieser Art in Wild und ich habe die Freiheit, mir den passenden auszusuchen. Ich kann auch die entsprechende Gottheit heraufbeschwören, je nachdem, welches Tier ich bringe. Und dann eben ein Gegenmittel herzustellen oder auch eine Kontrolle zu haben über Schlangen.
danke. Alles, was Sie hier gesehen haben, den Weg, den ich eingeschlagen habe und so weiter, Ansatz bei jeder Situation, das waren nur Beispiele von den Wahlen, die man hier treffen kann. Nichts ist vorgeschrieben. Das ist alles in der Entwicklung. Wir hoffen, dass jeder Spieler eine einzigartige Geschichte erzählen kann in dieser Welt von Wild. Danke. Please welcome to the stage, David Cage. David Cage auf die Bühne. Bonsoir à tous. Ja, guten Abend allerseits. Vor 4 Jahren habe ich einen Filmtext geschrieben für eine Demo, mit der wir uns befasst hatten. Ich wollte nur eine Kurzgeschichte finden, so eigentlich um was Technisches zu zeigen, über verschiedene Emotionen mit unserem Engine ausprüfen zu können. Es gab einen kurzen Videofilm über eine Androide namens Kara. Die hat Emotionen gespürt und die wollte leben. Ein kleines Team hat sich dann mit wenigen Monaten damit befasst. Wir haben diese Rolle für eine junge Schauspielerin vorgesehen, namens Valerie Curry, und wir haben das der Gemeinschaft freigegeben, aber haben nicht gewusst, wie man das annehmen würde. Jetzt, seitdem, haben etwa 27 Millionen Leute diesen Videofilm gesehen, und wir wurden überwältigt von der Reaktion von der Gemeinschaft, die bewegt wurde durch die Geschichte dieses Charakters. Viele hatten allerdings die gleiche Frage gestellt. Was passiert mit Kara, wenn sie aus dem Werk austritt? Aber ehrlich gesagt habe ich persönlich nicht gewusst, aber ich wollte das wirklich herausfinden. Ich interessierte mich nicht für eine Geschichte über Technologie, Roboter oder AI. Ich wollte eher eine Frage stellen, um Androide so zu fragen zu lassen, wie die eigene Menschheit ist, und eine einfache Frage stellen, was bedeutet das, Mensch zu sein, wenn wir auch so etwas Ähnliches hätten. Und ich wollte dann auch eine Geschichte für Kara finden. Wo würde das stattfinden? In einer Stadt, die sinnvoll wäre für die Geschichte, eine Stadt mit einer Geschichte und einer Zukunft. Wir haben diesen Ort gefunden. Wir sind hingefahren. Wir wurden auch zutiefst bewegt durch das, was wir gesehen haben und durch die Leute, die wir dort getroffen haben. Und wir sind weggegangen, davon überzeugt, dass wir den richtigen Ort gefunden hatten. Wir hatten das Gefühl dann, dass wir eine Erfahrung schaffen könnten, bewegend und sinnvoll. Wir konnten wichtige Themen der jetzigen Welt nachforschen, eine Erfahrung haben, wo die Gamer dann auch die Geschichte mitbestimmen durch die eigenen Entscheidungen. Und da haben wir gedacht, wir wären so weit, dass wir ihnen sagen können, was mit Kara passiert, wenn sie aus dem Werk austritt. Wenn man ein neues Projekt bekannt gibt, ist es immer so ein ganz besonderer Augenblick für einen Entwickler. Aber wenn man die Chance hat, das hier in Paris zu machen, in unserem eigenen Land, das ist noch besonders für uns, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, Quantic Dreams neuen Titel bekannt zu geben. Das nennt sich Detroit. Detroit, this is where it all began, the world's forge, the place where it all started, and it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest, life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face. To see the world, the colors, the smells.
is not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live. To figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. Das ist doch eine schöne Symmetrie, dass wir hier die Show in Paris zu Ende bringen mit zwei ganz tollen neuen Spielen von zwei der angesehensten französischen Entwickler, die es gibt. Heute feiern wir die Leute, die diese Spiele erstellen und auch diejenigen, die die spielen und zocken. Sie sind es, die Spieler, die tatsächlich hier das PlayStation, dafür sorgen, dass PlayStation der beste Spielort ist. Danke. Ladies and gentlemen, coaches to Porte de Versailles are available at the rear of the room. Those who do not require a coach, please make your way to the exit. And please make sure you collect your belongings from the cloakroom before departing. Ladies and gentlemen, coaches to Porte de Versailles are available at the rear of the room. Those who do not require a coach, please make your way to the exit. And please make sure you collect your belongings from the cloakroom before departing. Some days I can't.